Ja, grüßt euch meine Und Allerbesten. Hallöchen, Hallöchen. Oh, ihr, wie ihr seht, seht ihr, dass die alle auf mich zielen irgendwie. Disco, 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 Die Disco, Verrückten, ja. Disco. Disco, 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 Disco. So, wir sind wieder zu viert. Haha, wir freuen uns schon auf die Horde, die nicht heute ist. Die ist morgen. Wir müssen erstmal. Ich habe ja so viel gebaut und die anderen haben so viel geholfen und gemacht und getan. Einer war plündern, der andere war, weiß ich nicht, der war, glaube ich, arbeiten. Deswegen Afghan. müssen wir jetzt mal hier runter. So. Ach du Scheiße. Plüpp. Plupp. Genau. Kommen Sie, kommen Sie. Sie kommen, Sie kommen. Flump. Eins. Dann machen wir jetzt nämlich mal eine Sightseeing-Tour, damit alle sehen, wo sie dann auch lang müssen. Hey, das sieht ja richtig cool aus. Das ist es doch gar nicht. Das sieht richtig cool aus. Also, das heißt, wir stehen hier unten und ballern da hoch. Okay. Ja, genau. Lassen die oben erstmal unsere Base zerstören. Und genau. Ja, irgendwer kommt hier wieder mit Fahrrad an. Das ist da wieder Yoda, genau. Gibt's ja nicht. Man kann hier auch mit Fahrrad lang fahren. Ja, klar. Und da kommt natürlich. Hey, wir haben hier kein Belüftungssystem. Das heißt, deine Abgase werden uns hier alle töten. Dann stirb. Dann stirb, dann stirb. So. Erstmal haben wir hier vier Türen. Ihr seht hier vier Türen. Hier oben, bitte mal das Pocketbike nach hinten fahren. Rückwärtsgang. Danke, danke, danke. So, hier oben sind die Generatoren. Ja, die wir anschalten müssen, wenn es losgeht. Ich schon. Genau, die zwei, die beide nebeneinander sind, die sind für die Klingfallen oben. Und der einzelne hier ist für die Geschütztürme unten. Wer macht Licht? Was? Licht machen wir selber. Wir haben Was? doch Licht? Habe ich vergessen. wir haben doch die Helmkamera. So, dann können wir wieder alle runter hier. So, dann nehmen wir erstmal hier rein in den Spaß. Genau, JD ist schon da. Der sieht schon, was passiert. Danke. Die fallen da in der Mitte alle runter. Patsch, patsch. So, die. Wann hast du das alles gebaut? Ja, na, in den letzten Tagen unter Schweiß. Schweiß. Da wird das Looten schwierig. Das Looten wird nahezu unmöglich, das ist richtig. Nein, das Looten kann man machen. Wir können oben drum gehen und dadurch die eine Luke runterfallen. Und dann können wir das theoretisch machen. Bis dahin sind auch Ja. die ganzen Fallen kaputt. Das ist kein Problem. So, wir haben hier ein Geschütz. Oh, Und ja, geschützt. geschützt. So, und wir haben ja, also ich habe hier extra Räume gemacht. Falls die irgendwo durchbrechen, kann man schnell in den nächsten Raum, die beiden Türen zu. Und dann kann man weiter auf die Zombies ballern. Genau, das kommt später. Genau, so haben wir jetzt auf jeder Seite Geschütze, also vier Geschütze, die drauf zielen. Haben die extra Räume hier als zweite Verteidigungslinie. Eine kleine Grundregel, wenn ihr euch, nicht, dass ihr euch verlauft, in die falsche Richtung rennt. Ob es so klappt, wissen wir noch nicht, je nachdem, wo die Zombies durchrennen. Hier, wo die Fackeln sind. Immer durch die Tür rennen, da wo die Fackel ist, dann kommt ihr zum Ausgang. Zur Tür. So, und wenn wir jetzt hier, wo Tribunen gerade war, einmal zurück, weil das geht eigentlich nur einmal im Kreis, gehen wir hier. Notausgang. Genau, das ist die allerletzte Verteidigungslinie. Hier können wir immer noch durch die ganzen Säulen durchballern. Und hier ist auch die Verkabelung oben. Da können wir schön rumballern, wie die Wilden. Aber die kommen doch außenrum. Wie die kommen außen rum? Von wo kommen die denn? Die haben nur einen Zugang und der ist oben durch. Oben durch den Schacht. Also so ist die Hoffnung. Also So. ich war doch gerade am Schacht, oder nicht? Was? Du warst am Schacht? Das musst du mir Hier, mal zeigen. da, guck doch mal. Warum ist hier so ein großes Loch? Ach, hier war Eisen gewesen, Das gell? hier, wenn du zumachst, Eisenblei, Nitro. hier kannst du doch voll im Kreis rumrennen, um das ganze Ding. Ja, na, das ist doch der Sinn. So. Die Zombies kommen noch nicht von da, wo wir herkommen. Die Zombies fallen da vorne durch, hier in Ach diesen. so, jetzt raff ich's. Okay. Genau, die fallen in diesen Käfig rein. So ist die Hoffnung. Wenn sie es nicht tun, dann haben wir ein Problem. Aber das werden wir ja dann sehen. Einfach Trial and Error.
Und wenn das klappt, dann haben wir hier ordentlich was zu tun. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht unsere eigene Verteidigung zerschießen. So, das ist die letzte. Genau. Wir können es ja mal testen. Also ich habe Stahl dabei. Ich schieße jetzt mal hier. Ja, man kann es kaputt machen. Ja. Also mit der Rohrzange. Okay, das war jetzt nicht so viel Schaden, den ich da gemacht habe. Okay, das ist nicht viel Schaden. Was für Munition hast du hier drin? Das ist gut. Jona, was für Munition hast du? Was für Munition hast du drin gehabt? Normal. Ach so. Hol ich mal die anormale raus. Bringt aber jetzt nicht viel Unterschied, oder? Nee, wir müssen es ja jetzt nicht mutwillig zerkloppen. Also ich kann auch mal drauf schießen. Also ich mache ja noch, bis die Horde losgeht, versuche ich alles hier noch mit Stahl zu verstärken. Soweit wie es geht. Und dann werden wir sehen. Ja, und wenn das hier, wenn sie uns überrennen, dann müssen wir halt gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Ja, und zurückrennen. Oh, bam. Hey, da hat mich angeschossen. Ich habe gesehen, das Blut spritzte. Blut spritzte. Da drüben ist noch eine Höhle mit komischen Würfeln. Für was ist die gut? Eine Höhle mit Würfeln? Ach, da hat Yoda, da ist ein Eisenvorkommen. Eisenbleinitrat. Eisenbleinitrat, genau. Hey, dann bin ich ja genau richtig. Kann ich gleich mal gehen. Genau. Gut, dann könnt ihr jetzt weiter eure Wege ziehen und das tun, was ihr tun müsst. Was wolltet ihr nochmal haben für Material? Draht und Eisen. Ja, genau richtig. Genau. So will es, ich hab Hunger. Ja, der hat Hunger. Ne, ich hab irgendwas anderem hell gemacht. Oh. Deswegen. So, na bitte. Okay. Der Stahlbedarf ist enorm, aber das kriegen wir alles hin. Ding. 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 Nach zwei Sachen zerlegen, ist gut. Oh. Also ich habe Munition in Auftrag gegeben und Suppe. Schäm dich, Suppe. Ja, aber den Tee konnte ich nicht herstellen. Weil wir haben keine Chrysanthemen mehr. Doch, ich habe ein paar mitgebracht und du musst nur oben welche abbauen. Du hast sie doch angebaut. Ja, das ist ja lächerlich wenig. Aber Chrysanthemen liegen überall rum, also von daher. Ah, Ich glaube in der unten, entweder in der unteren oder mittleren Kiste. Habe ich Chrysanthemen reingepackt. Da müssten Zähne drin sein. Ich hatte nämlich welche gesammelt für Farbe, um das hier wieder so einzufärben, wie sich das hier hört. Wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Folge den Fackeln. Hast du nicht so gehört? Nein, die Fackeln habe ich schon alle hinter mir, aber... Na, dann geht doch nur ein Weg. Es gibt keine Abzweigung. Ach, bist du richtig, Laura? Die Leiter zu meiner Rechten, verstehe. Hm. Ah ja. So. Aber ich habe eigentlich im Außenbereich gemeint, dass da eine Säule nicht verkleidet ist. So. Aha, da muss ich da gleich mal gucken. Ich habe die... Oh. Fleißig, Yoda. Gib mein Bestes. Ich geb mein Bestes. Also die Eisenfallen um unsere eigentliche Zentralbase, die habe ich schon gestern und heute alle wieder aufgebaut. Die hat man nämlich irgendwie vergessen. So, damit ich wieder genug Munition habe, wenn ich jetzt auf Tour gehe wieder mal. Die Aufgänge habe ich alle entfernt, damit uns das nicht nochmal passiert, was uns halt letztens passiert ist, beim letzten Bloodmount. So. Nur mal eine bescheidene Frage, so am Rande. Kann jemand das
Scharfschützengewehr bauen. Es gibt kein Scharfschützengewehr. Du meinst das Jagdgewehr? Nein, das Schützengewehr, Entschuldigung. Es liegt hier ein Schützengewehr bei den Gewehren. Ja, aber das ist nur Level 2 und das ist Kacke. Na, dann ist das halt Kacke. Also ich könnte einen Vierer bauen, aber ich will nicht immer so viele Mats für sinnlose Sachen verschwenden. Jeder hat hier 6 Waffen, die benutzt keiner. Ja, ich schon. Waffe ist halt besser wie das Scharfschützengewehr. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe tatsächlich 6 Waffen. Siehst du? Die ich aber auch benutze. Ich guck nämlich immer in deinem Inventar nach. Oh, lecker EP. Sehr schön. Falsche Munitionsart gewählt. Gut, ich müsste ja ringsrum auch noch alles auf Stahl machen, aber ist egal. Also es geht darum, wir haben ja letztens den Fehler gemacht, die sind hier durchgebrochen. Wahrscheinlich haben wir auch noch mitgeholfen mit unseren Schüssen auf die Säule. Und wir hatten hier an mehreren Punkten Aufgänge, ja, Leitern, wo man hier oben hochkommt. Und wenn man erstmal oben ist, dann kommt man auch darüber und schon wurden wir überrannt. Und das ist jetzt auch Geschichte. Also sollte unser neuer Plan nicht funktionieren, haben wir Plan B. Dann werden wir uns hier verbarrikadieren. Werden oben stehen und einfach mal abwarten. Weil die können hier zwar durchbrechen, aber wo wollen sie denn hin? Dann laufen sie hier auf dem Hof rum, haben Freigang. Und wir können von oben schön Heller verteilen. Also ihr, ich treffe ja nicht. Theorie und Praxis. Wir werden schon sehen, was draus wird. Genau, Theorie und Praxis. Ja, das ist doch tatsächlich unterschiedlich. Hallo, ist hier noch jemand? Tatsächlich. Stahl sieht man nicht so schön, wenn die beschädigt sind. Das ist doof. Ist hier noch jemand? Nein. Hier ist ja eigentlich noch alles beschädigt. Ja, gut. Das wird schon. Das wird schon. Hier habe ich doch gerade wieder was gesehen. Da. Wo fahre ich eigentlich jetzt hin? Das kann ich dir nicht sagen. Was ist eigentlich hier in der Gegend? Wir haben alle unsere Aufgaben. Was mache ich? Ja, Stahl, aber. Kann ich die jetzt hier verstärken? Ja. Ich zugeben, meine Aufgabe wird von Mal zu Mal schwieriger. Ich wollte ja noch Farbe mitholen, um die Häuser mir zu kennzeichnen, wo ich schon drin war. Ja. Und wann vor allem. Na denn, du bist ja noch da. Nimm dir ordentlich Farbe mit. Ich glaube, du brauchst pro Blockseite brauchst du 3 Farbe. Ich habe, wo habe ich denn die reingeschmissen? Oben bei Werkzeug sind 47 Farbe drin. Schauen wir mal, ob das klappt. Oben bei Werkzeug, zack. Stahl, Stahl, Stahl. So, da muss ich mal gucken, was brauchen wir. Aber wir haben nämlich auch nicht mehr viele Heilis. Verbandskasten. Gärungsalkohol haben wir noch, ne? Bisschen müsste man noch haben. Gut, Blutbeutel sind auch wichtig, da die sind sehr selten. 34 Liter haben wir noch. Okay, dann kann ich das machen. Für Verband brauche ich doch nur Stofffetzen. Grünzeug. Stofffetzen. Oder Baumwolle. Mit Baumwolle werden die besseren Verbände hergestellt. Nee, ich brauche die normalen Verbände für Verbandskasten. Die muss ich auch noch bauen, ja, so. Blub. Zähne, wie viel brauche ich? Einen und Nähsets. Nähsets haben wir ja glücklicherweise alles. Okay, die kommt dann erst später raus. Ach, weißt du. Messing war es gewesen, was ich mitbringen sollte. Messing, elektrische Teile und das andere Gedöns.
Genau. 24 Verbandskästen sind in Arbeit. So, jetzt gehe ich aber los. Achso, JD, bevor du losgehst, guck gerade noch die Bücher durch. Du bist der Letzte, der die Bücher noch durchgucken kann. Was, welche Bücher? Hier, ganz unten rechts. In der Bibliothek. Ganz unten rechts. Boah, ich kann sie alle. Dann lest du einfach weg. Okay. Lesen macht schlau, ich weiß. Aber die sind ja auch ganz gut. Okay, dann mache ich mal alle Türen auf und versuche aus diesem Bunker auszubrechen. Aloe-Creme brauchen wir für Erste-Hilfe-Verband. Aloe-Creme. Oh. Also dreimal Aloe-Vera-Blatt. Wie komme ich aus... Achso, übers Dach. Oh. Genau. Hätte ich vorher wissen sollen. Das und das. Was haben wir mit so viel Mist hier? So, das haben wir. Ich bereite mich schon mal ein bisschen vor hier. Okay. Wo ist die ganze tolle Munition? Mach die Augen auf, dann siehst du es. Ich gehe davon aus, dass die irgendeiner Kiste liegt. Da sind so viele grüne, das ist aber nicht die Munition, die wir brauchen. Glaube ich. In der Werkbank ist sie noch. Ganz einfach. Hier liegen Motorräder mit Passwort. Ich habe eine AK gefunden, die gefällt mir. Ja, das muss ja mal weg. Drei, da ist ja nicht so viel. Ach nee, da passt ja noch was drin. Gut. Alles klar. Sehr schön. So, dann fahre ich in meine Betthülle. dann nehmen wir die gute Muni wirklich nur für die Horde. Wo bist du hier irgendwo? Bin in dem Haus drin, ja. Das sind aber keine Zombies, das ist voll traurig. So, Yoda, ich komm mal zu dir. Ich bohr mich mal in die andere Richtung. Alles klar. Zombies, die da waren, müssten jetzt eigentlich tot sein. Oh. Naja, fast alle. Bohren. Nein. Schön, nein. War noch eine Krankenschwester, die hat noch ein bisschen Hilfe gebraucht. Sie hat Hilfe gebraucht. Und zwar von mir und meinem verleisen Pistölchen. Pistölchen? Ach du Scheiße. Ja, wenn ich mit der Magnum rumschieße, dann kommen sie von nah und fern. Und das würde ich begrüßen im Moment. Ah, da wäre wieder das Thema Schalldämpfer, ja? Nee, Magnum muss Krach machen. Schalldämpfer habe ich auf so vielen Waffen, aber nicht auf der Magnum. Ich hab nirgendwo einen Schalldämpfer. Pistole, Schalldämpfer. Obwohl, warte mal doch, ich hab da auf der... Da ist er. Ja. Genau. Auf das Maschinengewehr habe ich sowas Tolles. Fällt mir gerade hin, ich habe doch das Level abgemacht. Ich habe doch einen Punkt. Den wollte ich nicht hier verwenden. Den wollte ich hier verwenden. Aber hier brauche ich erstmal Standhaftigkeit Level 3. Du verursachst 210% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit deinen Fäusten und Maschinengewehren eine Chance, 10% dein Ziel zu zergliedern. Aha. Naja, mir geht's hauptsächlich um Schmerztoleranz, dass ich ein bisschen mehr aushalte. Hä? Blöder Vorrel.
Habt ihr auch so einen Soundbug, dass ab und zu der Sound nicht abgespielt wird? Ja. Aber das ignoriere ich einfach mal komplett. Das ist mir letztens aufgefallen, wo wir mit dem Truck gefahren sind. Na gut, man muss ja auch zugestehen, dass das Spiel ist noch in der Alpha. Seit, das ist jetzt das siebte Jahr, oder? Wird eigentlich noch dran gearbeitet? Ja. Intensiv sogar. Aber das wird nie fertig, weil immer wieder, das wird ja alles immer wieder verändert. Toll. Aber ist doch okay. Man kann ja immer früher sagen. Stimmt, ich habe ja in dieser Folge hier 20 Minuten. Ja, und ich habe noch nicht früher gesagt. Ah, danke, Yoda. Ja. Also wie kann das passieren, dass du nicht nostalgisch wirst? Ich weiß auch nicht, so langsam gewöhne ich mich dran, dass es nicht mehr ist wie früher. Da konnte ich es wieder unterbringen. Aber früher war alles besser. Ach ja, genau. Nee. So, ist hier jemand? Du Wildschweinchen. Wir untergraben nicht nur die Autorität, sondern auch die ganze Welt. Da ich ja so gerne baue, werden wir jetzt in jeder Horde eine andere Verteidigung bauen. So, ich immer was zu tun. Komm, wir stellen uns mit 5 Generatoren, die in der Mitte stehen, um uns herum dann nur Geschütze, die dann rumballern und wir dann auf den Generatoren stehen. Das wäre doch mal eine Idee. Aha. So mitten auf dem Feld, wo einfach gemischt ist. Ja, genau. Der erste, der runterspringt, hat verloren. Na gut, oder die Generatoren geht Sprit aus oder die Munition ist dann von den Geschützen alle. Au! Oder die Geschütze sind kaputt. Ja, das ist ein großes Haus. Was? Irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Zombies die Geschütze kaputt machen können. Verbuhen kann das auf jeden Fall. Ja. Ja. Da entlang könnte ich noch fahren. Was ist eigentlich da? Wenn ich hier hochfahre, das war die Jordan Road und hier muss noch ein Survivor-Haus sein. Was macht JD eigentlich da hinten in der Stadt? Wahrscheinlich nach irgendwas graben. Wie immer. Wie immer. Metall. Geh unter die Erde, du. Nein, ehrlich gesagt bin ich gerade bei Nikatakor. Sehr gut. Wunderbar. Ich sammle nämlich auch gerade... Und ich habe jetzt 10.000 Eisen schon zusammen. Ich glaube, meine Höhle ist jetzt mehr Nitrat geworden. Das ist doch super, Nitrat ist alle. Das brauchen wir. Bringen wir 40.000 mit. Was ich aber nicht gesehen habe, ist, ich muss meinen Bohrer, den ich neu gebaut habe, mit einem größeren Tank ausstatten. Ja. Ja, also das gehört doch dazu, dass du mindestens 3 Mods da reinsteckst. Gegen Stein, gegen Eisen und ein größerer Tank. Also das ist ja Pflicht. Ja. Ja, das hab ich so krass hab ich jetzt nicht, glaube ich. Was? Ich weiß es ja auch nicht. Ich guck funktionieren mal. Die ohne? Bunkerknacker-Mod habe ich drin und ein kleiner Tank, ja. Den großen Tank habe ich nicht. Aber der kleine, der macht schon echt eine Menge aus. Ja, ich fahre nachher rüber, wenn ich reparieren muss. Ja, schönen guten Tag. Hirup. Also, Tribut, ich bin der Meinung, du könntest wirklich mal in die Wüste fahren und uns mal Bücher holen. Ohne Witz.
Alter, da war ich doch vor ein paar Tagen erst. Das hat noch nicht respawned. Hast bestimmt welche übersehen. Ich weiß es doch. Guck dir deine Videos an. Ja, da ist aber auch ein bisschen Versatz drin. Boah, wir haben ja Vorrat aufgenommen. Für schlechte Zeiten und so. Ja, wenn man Homeoffice machen muss und so, ne? Das kennt schon jeder. Seitdem ist in den Bücherregalen irgendwie in letzter Zeit so viel Muck drin. Ah, das ist ja Scham. Ah, schäm dich, Suppe. Gucken und... Ja, das ist ein riesen Vorkommen hier. Ach, wieso geht denn das nicht hoch? Wasser habe ich genug, ich habe nicht genug Nahrung gegessen. Ach, da. Ah, super. Haben wir dann zusammen 8000 Blei noch dazu. Sehr schön. Der Kuchen war nicht mehr gut, den ich gegessen habe. Ich glaube, ich muss mich jetzt hier nach oben bauen. Da muss ich ja nicht. Ich habe jetzt so einen Stahl. Gehe ich zurück? Ja, ich gehe zurück. Hol den Stahl, der produziert wurde und dann kann ich weiter upgraden. Weil wir haben noch 26 Stunden bis zur, also Ingame-Stunden. Hey Tribun, wann warst du das letzte Mal in meiner Höhle? Das hört sich jetzt so pervers an, dass ich jetzt darauf keine Antwort gebe. Nein, bitte nicht, nein. Oh mein Gott, wie, also echt, ey, komm mal vorbei, guck dir mal an, was ich hier schon gegraben hab. Du, die Höhlen, die sind für mich so interessant wie Fußpilz. Oh. Ja, Tribun, der ist halt nicht flexibel. Nein, im Gegensatz, ich bin flexibel. Ich kenne dich unterwegs, überall. Ja. Ja, der kann nur rumballern. Der würde in dem Spiel keine Woche überleben. Was? Gut, machen wir auch mit Verteidigung nicht, also. Ich wollte gerade sagen. Da ist voll. Wie sieht der Lehm aus? Bei Lehm bräuchten wir dann auch demnächst. Aber erstmal brauchen wir mehr Eisen. Lehm kann ich auch besorgen. Tonnenweise. Ja, 30.000 Eisen wären erstmal schön. Wir haben jetzt 19.000, ne? Das passt doch. Ja, schon mal anfangen, ne? Ja. Genau, und Yoda hat wahrscheinlich auch schon ordentlich Eisen. 36, 37.000. Ja, na denn kann JD Lehm machen. Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen mit Start und dann mal Lehm. Ach stimmt, du machst ja Nitrat und kein Eisen. Ich hab's schon wieder vergessen, es tut mir nicht leid. Nee, dann mach Nitrat. Nitrat ist wichtiger. Weil für diese Horde haben wir, denke ich mal, erstmal genug Muni, aber danach sieht es dann wahrscheinlich etwas mau aus. So, das sind 35 Blöcke, die ich upgraden kann. Naja, das passt schon. So. Einmal fallen. Ist im Bau. Wir brauchen noch mehr Muni. Wir verschlossen. Ich glaube, das sind ein paar tausend Schuss, die Tribun da baut. Ja gut, wenn wir die auf vier Spiele aufteilen, dann ist natürlich... Das ist nicht besonders viel, tausend Schuss. Ein paar tausend. Einfach den Zombies in den Kopf schießen, dann sind die auch tot. Ja, die zappeln immer so viel, ich treffe das nicht. Ja, es ist tatsächlich ein Unterschied, ob ich jetzt hier draußen unterwegs bin und einmal so eine kleine Horde Zombies wegnatzen kann. Ja, oder ob so, da 100 kommen. Ja. Und dann alle in Panik und ah, hast du nicht gesehen? Den. Ja, ist ein Zombie. Er stürmt auf mich zu, was soll ich tun? Drück ab. Zack. Tribun, du kennst dich ja mit den Waffen schon etwas aus, ja? Ich habe ja jetzt die Schrotflinte mit der Streumod. Welcher? Die hoch-runter oder die?
die. Es gibt zwei Stück davon. Ach so, warte mal, wie heißt denn die? Die heißt Entenschnabel. Ja. Ist die hier unten zu empfehlen? Ich befürchte nämlich nicht. Doch, eigentlich schon. Weil ich habe Angst, dass ich hier die beiden, also gleich zwei Säulen beschädige, wenn ich da versuche durchzuschießen. Weil die Streuung geht ja jetzt seitlich, ja? Das ist ja wie so ein Fächer. Das macht's aber... Gut, da würde ich dir die andere empfehlen, wenn du diese genau, Bedenken hast. Genau, die Streuung senkt. Genau. Aber die kann ich nicht bauen. Schon aber keine mehr. Voila. Ich weiß nicht mal, wie heißen die. Aber dann machen wir Schrot. Abgesägte ist es nicht, wa? Erhöht die Projektilausbreitung. Nee, das ist ja noch mehr Streuung. Ach ja, Jemine. Da, finde ich gleich. Da ist die Entenschnabel und Schrotflintendrosselmod. Kann die irgendjemand bauen? Moment, ich bin hier gerade. Ja, alles gut. Ich bin hier auch gerade. Wir haben ja noch Zeit. Schrotmod. Drossel, einfach nur Drossel. Bam, bam, badam, bam, badam, bam, bam. Schrotflintendrosselmod. Ja. Kann du bauen? Ist eine, kann ich bauen. Ah, oh, eine tolle Sache. Ist bestellen ein Gerät. Ein Gerät. Das Gerät. Alter, Tribun, warst du das gerade? Ja. Das kam ja original wie ein echter Zombie hier aus dem Spiel. Ja, ich dachte mir auch. Hinter mir steht gerade einer. Ja, genau. Richtig gut gemacht. Entschuldigung. Naja, so langsam lernt er. Lerne deinen Feind kennen, ne? Genau. Lerne deinen Feind kennen. Deswegen, du brauchst ja nicht mehr kämpfen, wa? Du schlürfst einfach an denen vorbei. Ja. Ich bin einer von euch. Hallo. Ja, genau. This is my sister, that's my brother. So. Hier sind sehr viele Zombies um mich rum. Und Hunde. Spaß. Mag Hunde nicht. Ich mag die auch nicht. Bin ja eher der Katzentyp, ne? genau. Alter, Schwede, das dauert ja richtig lange, die Munition herzustellen. Uiuiui. 60, über 60 Minuten, aber die Zeit haben wir. Wir haben ja 2 Stunden für den nächsten Tag, also alles gut. Bis zur Horde haben wir die Muni fertig. Was wollte ich denn jetzt hier eigentlich? Ja, nicht. Ich wollte eigentlich mal Tschüssikowski und bis Baldenski sagen. Ah, genau. Ja, wir haben es nämlich schon wieder geschafft hier. Ja? Bevor wir noch vergessen, dass wir aufnehmen. Gut, Leute, also ihr habt jetzt gesehen, was wir gebaut haben, was die Zombies erwartet. Ob die das auch interessiert, das seht ihr morgen. Ja. Nach dem letzten Mega-Fail, wir sind alle sehr gespannt und hoffen, ihr schaltet auch ein. Also Leute, dann bis morgen zum Zombieschlachten. Bis morgen, ciao. Ciao.